ihr seid auch schon da. Mensch, lasst doch den Kopf nicht immer so hängen. Ich zeig euch jetzt, wie man so eine geile Werkstatt in so einen kleinen Raum reinkriegt. Also, wenn ihr schon da seid, dann kommt doch einfach mit. Ein saucooles Hallo und herzlich willkommen bei Saucool Basteln. Heute zum ersten Teil meines Werkstattprojekts. Ich zeige euch heute, wie der erste Schrank in dieser Werkstatt entstanden ist. Nein, er ist nicht in dieser Werkstatt entstanden, er ist in meinem Wohnzimmer entstanden, weil ich hatte noch keine Werkstatt. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ursprünglich hatte ich ja eigentlich geplant, unseren Hauswirtschaftsraum schick zu machen. Das seht ihr da gerade. So sah der aus. So sieht der übrigens immer noch aus. Und zwar, das waren zwei halbe USB-Platten. Ich musste sie einfach schneiden lassen, weil ich sie anders nicht ins Auto bekommen hätte. Und dort verbinde ich sie wieder mit einer Latte. Außerdem war der Schrank gedacht für eine Waschmaschine. Das heißt, er musste schön robust sein. Das passt. Das passt natürlich nicht. War klar. Was passiert, wenn man viel zu spät den Winkel überprüft, dann passt der Winkel nämlich nicht. Das habe ich hier ganz gründlich verkackt und so konnte ich zumindest den unteren Teil nochmal neu ausrichten. Mich schon die Teile zusammen. Wie gesagt, ich hatte die im Baumarkt schon schneiden lassen. Gleich seht ihr, wie ich das Tesakrepp zur Hilfe nehme. Also das funktioniert nicht nur, wenn man Gärungen zusammenleimt, das funktioniert auch, wenn man Stoß auf Stoß leimt. Also zumindest ist es eine kleine Hilfe, damit das einigermaßen passt, bevor man schraubt. Da überprüfen wir natürlich immer wieder zwischendurch den Winkel, denn das Teil wird sonst nachher, oder das Teil, der Schrank wird nachher sonst schief stehen, wenn man das nicht zwischendurch immer wieder überprüft. Das sei mal Glück und per Zufall passt der Winkel. Ist mir noch nie passiert. Bei mir passt der Winkel auch häufig nicht, wenn ich ihn überprüft habe. In dem Fall hat es gepasst und hat gestimmt. Was soll ich sagen, kurioserweise ist mir genau an dieser Stelle das Videomaterial ausgegangen. Deshalb an dieser Stelle nur ein paar Bilder.
Eigentlich sollte an dieser Stelle das Video zu Ende sein. Ich habe mir allerdings gedacht, ich mache das Video zu Ende. Mir fehlt eh eine Menge Videomaterial. Ganz oft habe ich einfach vergessen zu filmen und noch viel öfter habe ich vergessen beim Filmen mit euch zu sprechen. Ich denke, das ist euch sicherlich aufgefallen, vor allem auch an den Fotopassagen. Deshalb ist das Video auch relativ musiklastig. Ich hoffe, das stört euch fürs erste Video nicht. Ich gelobe auf jeden Fall Besserung. Wobei ich sagen muss, Musik wird es immer in meinen Videos geben. Ich denke, das gibt den Videos immer so ein bisschen den letzten Schliff. Außerdem mag ich Musik. Insofern hoffe ich, dass ihr mir trotzdem treu bleibt und mir die Chance gibt, euch weitere Videos zu zeigen. Also, habt noch viel Spaß beim Rest des Videos. Danach ist auf jeden Fall das Werkstattprojekt vorerst beendet. Auf den folgenden Bildern könnt ihr außerdem noch sehen, welche Strapazen ich extra für euch auf mich genommen habe. Ich habe den Rotz jeden Tag rein und raus geräumt. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Gesehen, wie die Werkstatt vor dem Umbau aussah. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich wollte eigentlich unseren Abstellraum schick machen. Da sind leider komischerweise die Schränke viel zu groß für geworden. Deshalb ist die Werkstatt draus geworden. Gerade habt ihr gesehen, wie ich die Böden zu meinem mega Apothekerschrank gesägt habe. Leider ist mir auf tragische Weise auch dieses Videomaterial abhanden gekommen. Aber macht euch keinen Kopf, wir bauen eine zweite Werkstatt und dann wird es ein richtiges Werkstattprojekt geben. Mit viel mehr Details und allem, was ihr wissen wollt und wissen müsst. Also bisschen Geduld noch, es wird ein zweites richtiges Werkstattprojekt. Als nächstes habe ich euch ein paar Bilder zusammengestellt von der Entstehung dieses Hängeschrankes und wie ich unter meinen Werkbänken die Füße geschraubt habe. Leider altbekanntes Thema, Videomaterial. Verdammt und zugenäht, wo zum Teufel ist das ganze Videomaterial geblieben? Wie gesagt, macht euch nichts draus, es wird ein richtiges zweites Werkstattprojekt geben und dort wird alles ganz genau aufgezeigt. So, und jetzt zeige ich euch erstmal, wie die ersten Schränke in die Werkstatt Einzug gehalten haben. Und, naja, das erste Zumüllen der Schränke seht ihr leider auch.
zeige ich euch erstmal, wie ich die Arbeitsplatten für meine Schränke vorbereitet habe. Meine Arbeitsplatten bestehen aus 18 mm Siebdruck und 16 mm MDF einmal zusammen, sowohl verleimt als auch geschraubt. Ihr seht, wie ich mir auf die MDF-Platte ein Raster drauf gemalt habe. Alle Schnittpunkte, Scheitelpunkte werden gebohrt. Das Ganze mache ich, um den Druck gleichmäßig auf der kompletten Platte zu verteilen. Damit wir nicht irgendwie vorne gar keinen Druck haben, hinten ganz viel. Also ich möchte, dass die Platte auf Dauer zusammengeleimt bleiben. Also ich möchte nicht, dass sie sich lösen. Die Verbindung von Siebdruck und MDF ergibt eine richtig stabile, starke Verbindung. Da kannst du mit dem Hammer draufhauen, da passiert also wirklich nichts. Die ist super stabil. Wie gesagt, das Raster wird gebohrt, dann wird Leim aufgetragen. Das Ganze verzwungen, ich glaube, das sieht man auf den Bildern auch. Dann wird es verschraubt. Ja, und dann haben wir die Arbeitsplatten im Prinzip fertig. Das seht ihr jetzt. So, als letztes zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder vom Verblenden der Wände. Das heißt, wie ich die ganzen USB-Platten an die Wände gebracht habe. Ja, dann werdet ihr noch ein bisschen French Cleat Leisten sägen sehen. ja, und dann sind wir, glaube ich, fast durch. Ihr werdet sehen. Heute wieder ein bisschen was geschafft. So, sieht das Ganze jetzt aus. Bis hier vorne, bis zur Kappsägenstation, die noch nicht fertig ist, muss auch noch gemacht werden. Sind wir jetzt eigentlich einmal rum. Ja, da oben muss noch was gemacht werden, aber ansonsten sind wir einmal durch. Ich glaube, haben wir ganz gut was geschafft. So sieht die Arbeitsplatte jetzt aus. Schön im Rand drumherum. Ja. Naja. Leute, ihr werdet es nicht glauben, die ganzen kleinen Einspieler, die ihr gerade gesehen habt, die drehe ich heute, 18.06. Montag um, 17.29 Uhr. Ich hoffe, ich kriege das hier noch alles pünktlich hin. Ich habe mich ja gestern Abend erst entschieden, das Video komplett fertig zu machen, sodass wir das Werkstattprojekt vorerst abhaken können. Das ist eine tricky Aufgabe, muss ich sagen. Also wenn ich ein bisschen gehetzt aussehe, das ist keine Einbildung. Was soll ich sagen, das war mein erstes Video, mein Werkstattprojekt. Ich weiß, es ist nicht perfekt, ich weiß, es fehlt eine Menge, ich weiß, es muss eine Menge sich noch verbessern. Das war alles Material, was ich hatte. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe einfach zu oft vergessen mitzufilmen, mitzusprechen. Ich denke, ich habe das Beste aus dem Material, was ich da habe, rausgeholt. Zumindest für mich als Anfänger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Erstmal vielen Dank, dass ihr
beim Gewinnspiel mitgemacht habt, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ich finde es einfach mega geil. Die Gewinne, die liegen hier gegenüber. Ich sehe sie gerade. Ich werde mich jetzt dran machen, die Gewinner auszulosen und werde mich dann nochmal zurückmelden. Sehr wahrscheinlich auf Instagram. Ich verabschiede mich. Dankeschön und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal nochmal dabei. Haut rein. Auf bald. Tschüss.